den letzten 2 Wochen hat sich einiges jetzt hier im Garten getan. Vor 2 Tagen hatten wir richtig viel Schneefall. Heute soll es wieder 14 Grad sein. Ja, das Wetter, das macht auch so, was es will. Und ich finde es ja auch ein bisschen gut so. Und bei mir wächst und gedeiht auch jetzt schon einiges. Neigt sich schon langsam dem Frühling hinzu und einige Kulturen wachsen schon. Und das werde ich heute euch mal ein bisschen näher zeigen. Bei mir hier im Garten, unten auf dem Feld und natürlich auch im Schrebergarten bin ich auch sehr aktiv gewesen. Dann fangen wir mal diesen Gartenrundgang hier bei mir im Garten meiner Eltern an. Und erstmal möchte ich euch herzlich begrüßen und vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und was wir jetzt hier sehen können, also hier am Hügelbeet, kann man jetzt auch schon ganz gut erkennen, wie die Zwiebeln und der Knoblauch emporsteigen. Also die letzten Tage waren sehr günstig, kaum Frost oder überhaupt kein Frost, sehr viele Wärmetage, sehr viel Sonne. Und ich habe auch hier schon mal angefangen, ein bisschen so den kleinen Salat ins Freiland zu setzen. Also wie gesagt, den habe ich ja hier aus diesem kleinen Kasten. Dort hat er überwintert und der ist auch ziemlich frostbeständig. Und dann habe ich einfach mal ein paar zum Spaß hier ins Hügelbeet und hier an der Seite an diesem Beet reingesetzt. Und hier kann man auch schon ganz schön erkennen, wie die Zwiebeln und der Knoblauch emporsteigen und dass es bei uns auch wirklich die letzten Tage geschneit hat, kann man auch ganz schön gut sehen. Und was ich auch gemacht habe, den Bambus hier habe ich geschnitten. Der kommt aus dem Schrebergarten von mir, weil der Nachbar hat zur Grenze oder ja Bambus reingesetzt und der ist bei mir rübergewachsen. Und ich und mein Vater möchten für dieses Jahr am Folientunnel Netz spannen, wo wir die Gurken anbauen, damit die dort hochklettern können und die Früchte das Netz dann runter sinken lassen. Und wir brauchen halt ja irgendwas, haben wir uns halt gedacht, dass wir dann ein Gerüst bauen und das Netz daran befestigen. Und genau das, der Bambus hier ist ja halt recht stabil, der ist recht groß. Und wenn die Natur uns schon sowas schenkt, dann muss man nicht extra kaufen und benutzen wir halt dann gleich direkt den Bambus. Also hier kann man nochmal von näheren sehen, wie groß auch der Salat schon ist. Also das sind wirklich viele. Dann werde ich auch vielleicht nochmal ein paar pikieren. Jetzt kommt dann wieder für mich die Pflanzzeit, weil ich hier nach dem Mond gärtnere. Hier ist ein bisschen Radieschen und was ich auch gemacht habe, ist hier habe ich mal einen Trieb von meinen Trauben draußen abgeschnitten und einfach hier mal in die Erde gesteckt, weil wir wollen hier sowieso Trauben reinsetzen. Ich habe schon ein paar Stecklinge, aber mal schauen, ob der jetzt auch schon anwächst und hier so entlang wachsen kann. Hier im Hochbeet, in dem ersten, habe ich mich jetzt sehr gefreut, weil die ersten Radieschensamen aufgegangen sind. Also es ist doch recht warm geworden und der Kälte hat es hier nicht so ausgemacht. Ist ja hier im Frühbeet, haben es schön feucht und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass schon die ersten Kulturen, die ersten Aussaaten in diesem Jahr schon glücken und auch hier schon hervorkommen, auch neben dem ganzen Gras, was auch hier so hochkommt. Und wenn dann hier später die Melonen reinkommen, muss ein bisschen das Hochbeet aufgefüllt werden. Das sackt hier alles ziemlich stark ein. Also hier vor dem Gewächshaus habe ich und mein Vater vor einer Woche Reihen von Salat hier reingesetzt. Also das ist der große Salat. Hier, der ist auch schon ziemlich gut angewachsen. Und zwischen den Salat, also zwischen diesen Zwischenräumen hier, habe ich dann noch Zwiebeln mit reingesetzt. Und zwischen den Reihen haben wir dann noch Möhren reingesetzt, die man schon im ja, Mitte Februar setzen kann. Und da haben wir jetzt alles mit Laub
bedeckt. Und ja, ich erwarte auch ehrlich gesagt keinen Frost. Und das sind dann schon die ersten Kulturen, die wir hier so mit rausgepflanzt haben. Und dem Salat, dem geht es wirklich gut. Und wie gesagt, der ist doch winterbeständig bestätigt. Jetzt sind wir hier im Gewächshaus bei den ganzen Jungpflanzen. Also hier sind die Tomaten, die sind jetzt noch nicht ganz rausgekommen. Hier vorne, also da hinten, kann man schon die ersten Kulturen sehen. Brokkoli, Spitzkohl, Blumenkohl. Freut mich wirklich sehr, dass da jetzt auch schon die ersten Sprießlinge rausgekommen sind. Und hier überall jetzt die ganzen Paprikas und Chilis. Die haben wir jetzt hier ins Gewächshaus reingestellt und in der Nacht auf 15 Grad runtergestellt, weil hier im Gewächshaus ist zwar jetzt über den Tag her, wenn die Sonne reinscheint, wirklich mal so 30 Grad, manchmal auch bis zu 40, aber in der Nacht geht es dann ungefähr auf 15 Grad runter und hier ist halt viel mehr Sonne, dann tun wir den Geilwuchs auch verhindern und das ist halt uns doch sehr wichtig, dass die kompakte Würzelchen bilden, auch neben der ganzen Komposterde, dass da auch alles Mögliche mit rauskommt. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das sind jetzt schon hier genug Pflänzchen. Hier sind auch noch überall die ganzen Tomaten, die noch nicht rausgekommen sind. Hier habe ich jetzt auch Spitzkohl, der rauskommt. Hier unten die ersten Zwiebelchen. Aus Samen habe ich die rausgezogen, die kommen auch jetzt schon raus. Dann hier unten Kohlrabi. Einmal, zweimal. Und hier hinten ist es auch schon Stangensellerie, der aufgekeimt ist. Und Kopfsalat, der Winterharte oder der Victoria-Kopfsalat. Und hier vorne. Das ist jetzt zum Beispiel eine Aubergine, die sind jetzt auch recht groß. Und das sind jetzt die etwas größeren Paprikas und Chilis. Interessant ist halt, dass es zum Beispiel im Spanischen die Paprika Chili Dulce heißt, also Chili Süß. Finde ich auch sehr interessant. Und hier wachsen jetzt auch schon der Salat. Das ist auch der vom Hochbeet, den wir pikiert haben. Der wächst jetzt auch größer, den tun wir dann vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen raus. Wenn, kann ich jetzt dann auch auf meine Felder unten reinsetzen. Und hier hinten haben wir auch schon ein paar größere Chili-Sorten. Das ist jetzt zum Beispiel die Sweet Chocolate. Das sind so, ja, braune, dunkelviolette Paprikas bilden die Pflänzchen. Und das ist jetzt hier zum Beispiel eine sehr scharfe Paprika. Das ist die, das da, der kleine hier, das ist der Paprika 7 Pot Bubblegum. Hat deshalb ihren Namen, weil die Chilischote so scharf ist, dass sie 7 Töpfe scharf halten kann. Also wenn man so ein Gericht halt macht und das ist mein erster Versuch. Das ist eine extrem scharfe Chili und es freut mich auch sehr, dass da jetzt auch schon die ersten Früchtchen zu sehen sind. Und sonst ist es eigentlich hier so ziemlich im Gewächshaus gewesen. Hier immer noch der Salat und vorne auch sind die ersten Keimlinge vom Victoria Kopfsalat rausgekommen und ja, es kommt schon langsam der Frühling, alles wächst. Da hinten ist sogar noch Petersilie und ja, ich freue mich schon, dass die Voranzucht schon wesentlich besser als im letzten Jahr abgelaufen ist. Woran auch der sehr milde Winter zu erkennen ist, ist, dass auch diese Goji-Beeren von mir, also die 2 Stück hier an der Schattenseite, schon anfangen, ihr erstes Grün zu entwickeln. Und von denen habe ich jetzt auch schon gestern erst Stecklinge genommen und sie ins Wasser gelegt, weil ich vom Max, also der Max vom der Gartenkanal, von dem habe ich ein Video gezeigt, wie er ja, einfach den Menschen erklärt, wie man
Goji-Bären vermehrt, entweder durch Stecklingsvermehrung oder man tut einfach jetzt hier so einen Trieb einfach auf den Boden legen und eingraben, dann entstehen hier auch Wurzeln. Und ja, freue mich schon richtig sehr, so einen natürlichen Zaun Stück für Stück hier so hier an dem Weg voller Goji-Bären zu machen. Das ist ein viel schönerer Zaun als ja die herkömmlichen Zäune, wie wir Menschen sie aufbauen. Hier in meinem Schrebergarten, der so mehr oder weniger als Naturgarten dient, so habe ich jetzt auch ein paar Beete vorbereitet. Und zwar habe ich es mir hier ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe nämlich unter die Planen habe ich Karton ausgelegt an manchen Stellen, so viel wie ich hatte. Und von unten hatte ich noch in dem Hühnerstall, den man jetzt hier sehen kann, hatte ich noch Hühnermist ausgeräumt. Und der liegt schon seit fast zwei Jahren dort auf dem Hügel zwischen den Bäumen. Und diesen Mist habe ich jetzt auch verteilt. Habe alles, ja, entweder habe ich Hühnermist auf die Kartons gelegt, zum Beispiel auf dieser Plane hier. Und auf der Plane habe ich mehr oder weniger Laub drauf geworfen und die Planen drüber gemacht, damit es einfach jetzt die nächsten Monate verkompostiert, damit da die Regenwürmer sozusagen für mich die Beete anlegen. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren, was dabei passiert. Eventuell muss ich dann doch mit der Grabgabel nachhelfen, aber das wird sich dann noch zeigen. Aber ich habe jetzt hier ein Beet angelegt, ein größeres hier und hier auf dieser Plane. Bei der bin ich jetzt gespannt, weil bei der habe ich keinen Karton und kein Mulch draufgelegt, sondern die einfach aufs Gras ja, aufgelegt. Und bei der Plane, wie gesagt, Hühnermist und Karton und bei der Karton und Mulchlaub. Mal schauen, was aus diesem Experiment und Erfahrungen werden. Heute ist es sehr schön gewesen, 14 Grad, und habe ich ein bisschen das alte Kartoffelbeet umgegraben, ein bisschen gemulcht. Den Mulch habe ich vom Nachbarn drüben, der hat ja in einem Komposthaufen, und da habe ich einfach seine ganzen Reste bekommen. Da hat er noch ein bisschen mehr, auch Holzabfälle. Da frage ich mal, ob ich sie auch bekommen darf. Und hier habe ich so diesen schilfartiges Gestrüpp, und da werde ich dann morgen mit einer Machete die Samen wegschneiden, weil ich möchte nicht, dass die hier ins zukünftige Beet neue Pflanzen wachsen. Aber das war hier das ehemalige Kartoffelbeet, und da habe ich nicht aufgepasst, da war dann meterhohes Gras über dem Herbst, und das habe ich jetzt einfach mal ja, nochmal kurz korrigiert und einfach fürs Leben alles abgemulcht. Neben den wunderschön wachsenden Grünkohl wächst hier noch an der Seite der Spinat, der über den Herbst überwintert hat, oder über den Winter, ein bisschen Feldsalat, und mal schauen, wie der jetzt der März so wird, ob da noch ein bisschen mehr kommt. Hab ein bisschen das Beikraut entfernt, dass der Spinat sich ein bisschen besser entwickelt. Aber ich bin sehr zufrieden, dass ich halt überall, wo ich die da hinten auch, habe ich ein bisschen Spinat ausgesät, hier vorne beim Mahngold, und freut mich wirklich sehr, dass hier einfach der Spinat aufgegangen ist. Das erste Mal, dass ich ihn probiert habe, und ja, aus diesem schönen Grünkohl werde ich mir noch ein paar Säftchen machen und auch ein bisschen an Freunden weitergeben. Hier drin im Folientunnel wächst noch Knoblauch, da sind ein paar Zehen übrig geblieben, die sind jetzt rausgekommen. Ist eigentlich sehr gut, dass die hier am Rand wachsen. Und was ich auch gemacht habe, bei uns war halt sehr viel Schnee, also ein sehr starker Schneefall, aber im Tunnel ist halt nichts reingekommen, und so habe ich dann einfach ein paar Schneeberge von außen und die an der Folie dran, ja, dran gelegen sind, diese Schneeberge, habe ich dann in den Tunnel reingeschaufelt, damit hier einfach ein bisschen mehr Wasser reinkommt, weil es ist hier doch arg trocken und da verkompostiert das alles nicht so gut, weil es halt trocken ist und die Regenwürmer mögen es halt einfach ein bisschen mehr feuchter. Und ja, im März, wenn es ein bisschen wärmer wird, werde ich und mein Vater hier nochmal alles richtig gut gießen, bevor dann die Tomaten reinkommen, dass man hier nicht mehr so viel machen muss. Und das ist jetzt so ein kleines Update zu Anfang März.
wie es jetzt hier bei der Permakultur ausschaut. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, so verpasst ihr kein weiteres Video von mir hier in dem Peace-Projekt. Und gerne könnt ihr auch einen Daumen nach oben hinterlassen, trotz den ganzen Hintergrundgeräuschen. Wie gesagt, es ist wärmer, ich möchte jetzt nicht noch mehr Aufnahmen machen und die Leute sind halt einfach zu Hause handwerklich tätig. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.